Hallo ihr Lieben, ich wollte nicht mehr warten und deswegen gibt es heute die Oblaten. Mensch, was ein toller Reim zum Einstieg. Die habe ich geschenkt bekommen. Aus Prag sind die, aus der Tschechei. Vom Stefan habe ich die geschenkt bekommen. Und es sind drei verschiedene Sorten von leckeren Oblaten in dieser wirklich sehr schönen Verpackung. Was sind Oblaten? Oblaten sind so Waffeln. Also die werden auch als Waffeln bezeichnet. Habe ich ihn von der Verpackung. Ich nenne es Oblaten. Also es kommt mir so von der Konsistenz so ein bisschen so vor. So sieht es zumindest aus. Ich als alter Messdiener weiß natürlich, wovon ich rede. Oder auch nicht. So, wir checken mal diese drei leckeren tschechischen Waffeln aus Prag. Da haben wir einmal die Sorte Haselnuss. Steht auch auf Englisch hier vorne nochmal drauf. Hazelnut. Wo steht das eigentlich? Ach, da. Da steht Hazelnut. Dann haben wir noch die leckere Sorte Schokolade. Sieht auch hammermäßig geil aus, oder? So groß vor allen Dingen. Das finde ich total spannend. Und als letztes wartet auf uns die Sorte Vanille. Ja, mein letzter Wille ist immer Vanille. Und deswegen starte ich mit Vanille nicht jetzt, sondern ich schnappe mir jetzt mal die leckeren Oblaten mit Haselnuss, die goldene Mitte. Soll es heute werden. Die sind übrigens hier so ganz clever in so einer Folie eingepackt. Und jetzt hole ich die mal hier raus. Uiuiui. Die fühlen sich total, schaut mal, total leicht an. Ob ich die wohl auf einen Schallplattenspieler legen könnte? So Oblaten-Music? I don't know. Das wäre doch mal richtig witzig, oder? Müsste man eine herstellen. So sehen die aus. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ich sehe nur eine große Waffel. Wo ist denn die Haselnuss? Und da muss ich jetzt mal ganz kurz gestehen, ich habe die Haselnüsse vorher schon einmal probiert. Und von daher weiß ich jetzt aber auch, wie ich euch am besten die Haselnüsse zeigen kann. Das ist nämlich, ich habe mir gerade eine Blitzerkamera angemacht, seht ihr das? Spannend, oder? Das ist so zwischen diesen zwei Waffeln eingearbeitet. Und für diesen optischen Effekt hat es sich doch gelohnt, dass der Junkfood-Guru einmal schon mal vorgekostet hat. Aber nur bei den Haselnusswaffeln, die anderen sind noch eingepackt, glaubt man das. Oh. Auf dem ersten Knackgeschmack erinnert es ein bisschen an Esspapier. Aber ein leckeres Esspapier. Also schmeckt nicht pappig. Und wenn man dann auf diese Haselnussfüllung hier drauf beißt, hat das einen ganz schönen Crunch-Effekt. Sieht verrückt aus, oder? Oh, und was drüben. Deswegen habe ich nicht nur einen vollen Mund, sondern auch einen vollen Teller. Meine Güte, das ist ja so hell. Hat das Ding ja einen Heiligenschein? Nein. Es leuchtet einfach. Ich beiß nochmal rein. Und auch. Man kann es gar nicht glauben. Aber in dieser Waffel steckt wirklich sehr, sehr viel Geschmack. Es sind wirklich diese kleinen Haselnussdinger, die da drin sind, die ihr gerade durch das Licht gesehen habt. Ich habe das nämlich mit dieser Handytaschenlampe angeleuchtet. Schmeckt es richtig, richtig gut. Und es ist einfach riesig, guck mal. Wirklich groß. Guck mal, wird mir im Bad stehen. Ja, Weihnachtsmannmäßig. Eine richtig geile, mega XXL-Oblate. Und das Tolle ist, ich habe schon mal gespickt auf die Verpackung. Oh, nein. Ich glaube, ich muss mal gleich Staub saugen. Ich habe gerade die ganzen Krümel hier auf den Teppich gekippt. Passiert. Naja. Egal, hat nur 117 Kalorien und sorgt für viel Aktivität, weil man danach gerne nur die Wohnung durchsaugen kann. So, das war Haselnuss. Schmeckt sehr, 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 sehr geil, wirklich. Oblaten im Haselnuss-Geschmackstest, was kriegt ihr denn jetzt von mir? Ich mag das noch gar nicht bewerten, ich muss erst die anderen beiden testen. So, Haselnuss war schon mal ein Genuss, das kann ich schon mal verraten. Ich glaube, jetzt machen wir mal... Oh Gott, hier krümmelt immer alles mehr zu. Jetzt machen wir mal mit Schokolade weiter. So. Und gucken, ob das genauso krümmelig wird. Und Schokolade ist übrigens ganz anders verpackt. Seht ihr das? Das ist wiederum in Plastik gefasst. Wenn ich es einmal aufreiße, ist es... Oh. Ha, was für eine Logik. Nein, aber man kann es nicht mehr so schön zuverpacken wie die Alufolie bei den Haselnussoblaten. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das nicht immer in dieser Haselnuss, in dieser Folie macht. Finde ich irgendwie cooler. Ich mache es jetzt mal auf
schnapp mir jetzt mal so eine tschechische Waffel, Blase, und die fühlt sich tatsächlich im Vergleich zu den anderen auch ein bisschen dicker an. So sieht die aus. Sollen wir die auch mal durchleuchten? Das machen wir doch mal, oder? Krass, ah ja. Die sind auch dicker. Oder? Die sind wirklich dicker. Oder spinne ich jetzt hier rum? Guck mir so ein bisschen. Jetzt sieht es so ein bisschen aus wie bei Star Wars: Todesstern versus TIE Fighter oder irgendwie sowas. Bob. Naja, mit dem Essen spielt man nicht. Ich sollte jetzt auch mal essen. Ich beiße jetzt. Boah, das riecht so richtig geil nach Schokolade. Ich weiß es nicht. Die ist sogar noch ein bisschen krosser als die andere Waffel. Und jetzt greife ich wieder zum Handy. Oh mein Gott, ich kann die Waffel gar nicht durchleuchten. Das geht gar nicht. Die ist einfach zu massiv. Da kommt kein Licht mehr durch. Das heißt, die muss schon dicker sein. Das liegt einfach auch an dem Kakao vielleicht. Ist trotzdem ein lustiger Effekt. Folge dem Punkt auf der Oblate. Wow. Also, geil. Bombe. Noch mehr Geschmack als Haselnuss. Ein richtig geiler Schokogeschmack. Und Wahnsinn. Boah. Sind die geil. Schaut mal, ihr seht auch diese ganze Schokocreme-Füllung. Da ist wirklich noch mehr dahinter. Boah. Diese Oblate ist der absolute Hammer. Wahnsinn. Hammer, Hammer, geil. Müsst ihr mal probieren. Es ist wie eine Waffel mit einer hauchdünnen Schokofüllung. Wow. Ein Träumchen, ist das geil. Das schmeckt. Wow. Geil. Also, richtig, richtig mega hammerlecker. Und ich glaube auch, eine so eine Waffel hat jetzt auch gleich doppelt so viele Kalorien wie die andere Waffel. Die andere Waffel hatte nämlich auch nur 25 Gramm und 117 Kalorien. Die hat gleich 40 Gramm und dementsprechend 240 Kalorien. Das ist schon etwas mächtig, aber, oh Gott, aber auch mächtig geil. Ich kann gar nicht aufhören, es zu essen. Es ist der Hammer. So. Aber bevor ich mich hier mit der Waffel allein zurückziehe, weil ich mich da so drin verliebt habe, mit diesem geilen Geschmack, machen wir jetzt mal weiter mit der letzten Oblate Vanille. Und da gucken wir mal auf die Verpackung drauf. Da steht drauf, aha, 39 Gramm, 200 Kalorien. Also auch so ein Mittelding. Die eine 40, die andere 39, die erste 25. Wir machen das Ding auf und sehen, hat auch so eine, von der Farbe her, im Vergleich, schaut mal, ist die so ein bisschen heller als die, fast gleich, na, so ein bisschen heller als die Schokowaffel. Und wie gesagt, die ist jetzt mit Vanille laut Verpackung. Vanikove Vanilla. So, dann wollen wir mal schauen, wie Vanille schmeckt. Und ich hätte nicht gedacht, ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. 8 Minuten Waffeln. Ich weiß, die Zeit ist lang. Aber sie sind wirklich geil. Sie sind ja auch groß. Isst man ja auch nicht alle Tage. So, meine Güte. Also eine XXL-Schallplatte hier. Oblate. Oh mein Gott, das riecht. Wow. Das riecht wie Dr. Oetker Vanillepudding. Also geil. Und jetzt beiße ich auch mal richtig geil rein. Oh, sorry. Ich musste die Waffel sehen. Und jetzt ist hier wieder auch komplett durchgefüllt. Wegen der Vanille kann ich noch ein bisschen mehr sehen von dem Handylicht. Der Effekt ist schon toll, oder? Dafür lohnt es sich auch mal 10 Minuten einzuschalten, hoffentlich. Schreibt mir bitte drunter, wenn euch das Video zu lang geht und euch das langweilt. Aber, meine Güte, Vanille, boah, auch super geil. Ganz klare Punkteverteilung jetzt. Ich komme zu einem Ende. Schoko, Waffel, Oblate, wow, 10 Punkte. Vanille, überlege ich mal gerade. Muss noch mal reinbeißen. Okay, 9 Punkte. Haselnuss,
bekommt 8 Punkte. Weil Oblaten, diese Oblaten von der Firma Opavia sind wirklich geil. Ich mag Oblaten, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir wirklich so, so gut schmecken. Absolute Überraschung. Deswegen die Höchstbewertung für die Schokoladenoblate, Vanille 9 und Haselnuss 8. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Was für ein geiles Süßigkeitengeschenk. Also wenn ihr in Prag seid und ihr wollt eure Lieben mit was Süßem überraschen, kauft ihnen das. Das schmeckt wirklich geil. Der Junkfood-Guru hat es getestet und findet es super. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Es hat ein wenig gedauert, aber gebt mir einen Daumen nach oben, Kommentare drunter. Ich freue mich drüber und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.